jump off here, kid. That real shit, you know? Uh-huh. So what I need for you to do, what's that? Come on, just jump, 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 ladies, and just pump, pump, pump. Yeah! It's Ghetto Fiesta. Ghetto Fiesta. Basketball Aid versucht, mit den Mitteln des Basketballs Gutes zu tun, speziell Kinderkrebsstationen deutschlandweit zu unterstützen. Wir haben in Berlin angefangen, sind aber jetzt schon in Frankfurt, in Karlsruhe, in Göttingen, in Hamburg und auch in anderen Städten aktiv und haben da diverse Veranstaltungen organisiert, Trainerfortbildung, Charity-Partys, Basketball-Camps, ganz normale Turniere, die wir organisiert haben oder halt auch ganz normale Infostände, wo wir halt T-Shirts verkaufen und wo die Einnahmen immer dann 1:1 direkt gespendet werden. Also Basketball Aid wurde 2005 gegründet. Wir haben angefangen mit einer Initiative, dass wir eine Trainerfortbildung organisiert haben. Die Idee dazu ist mir bei einer Coachklinik in Las Vegas gekommen, wo ich gesehen habe, dass man halt mit solchen Veranstaltungen halt auch Gelder akquirieren kann. Und nachdem mein Vater 2000 an Krebs gestorben ist, habe ich mir überlegt, okay, vielleicht kann man das halt auch in Berlin etablieren und damit halt die Kinderkrebsstation zu unterstützen. Und das war der Anfang von Basketball Aid. Länger dabei, bin dazu gekommen, dadurch, dass Alba ja schon sehr lange eine Kinderkrebsstation unterstützt. Und ja, ich habe da angefangen als Spieler, dass wir da bei den Weihnachtsfeiern immer hingegangen sind und Geschenke verteilt haben. Und ich finde es einfach eine wunderbare Sache. Gerade wenn man da selber mal da war in der Station, dann sieht man also, wie viel Hilfe die brauchen, aber wie das auch unheimlich gut angenommen wird. Und wenn das hier beitragen kann dazu, dass man da ein bisschen mehr hilft, dann bin ich da gern dabei. Für mich das erste Mal, zum Beispiel 98, als ich gekommen bin, war das eine ganz harte Erfahrung. Also ich habe mir das nicht so vorgestellt. Das war schon eine harte Nummer, zu sehen, wie Eltern und Kinder damit umgehen und eigentlich wie auch, wie das Leben einen so treffen kann. Spendengelder gehen immer an die regionalen Kinderkrebsstationen vor Ort, wo die Veranstaltung stattgefunden hat und wo die Gelder auch akquiriert wurden. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, sodass also die Spenden voll in die Projekte für die kranken Kinder fließen. Wir sind ein Förderverein, der in allen Bereichen fördert, unterstützt, organisiert. Die Fördervereine, die das Geld bekommen, die finanzieren dadurch entweder irgendwelche Professoren oder Doktorstellen, kaufen neue Geräte, unterstützen halt auch die Arbeit der Eltern. Im Prinzip alles, was anfällt, Renovierungskosten, wir haben Kühlschränke schon finanziert. Weil Armut ist in diesem Land ein großes Thema und leider auch bei Eltern, die ein krebskrankes Kind haben. Wir haben auch eine Menge bekannte Basketballer, die uns von Anfang an unterstützt haben und uns geholfen haben. Wir haben schon mehrere Charity-Partys organisiert. Die Idee dazu kam, dass wir das Feiern für den guten Zweck als Hintergrund hatten. Hierzu wurden halt die ganzen Eintrittsgelder von den Veranstaltern gespendet und halt der große Renner war die Tombola, wo verschiedene Firmen Preise gestiftet haben, die wir dann da verlosen konnten und wir somit schon mehrere tausend Euro an die Kinderkrebsstation spenden konnten. Basketball Aid halte ich natürlich für eine tolle Sache. Ich war letztes Jahr auch schon hier bei der Veranstaltung, da bin ich aufmerksam geworden auf diese Sache. Dann waren wir auch im Krankenhaus, haben einen tollen Check überreicht den Kindern. Und wenn sich
Basketball, Sport, alles für so eine Sache einsetzen, ist natürlich eine tolle Angelegenheit. Ich denke, das darf man nicht vergessen, auch an Menschen denken, die vielleicht jetzt hier heute nicht mit uns feiern können. Und ich denke, dass man Sport, Musik, alles ein bisschen zusammenbringen kann, ist doch auch eine tolle Sache. Das große Ziel von Basketball-Aid ist, dass jeder Basketballer deutschlandweit oder halt auch auf der ganzen Welt irgendwann mal Mitglied im Verein ist. Wir gemeinsam einen Kampf gegen Krebs aufnehmen und halt so viel wie möglich Gelder akquirieren, um die Kinderkrebsstation zu unterstützen und einfach zu helfen. Und was ganz wichtig ist, dabei halt auch noch Spaß zu haben. Die Zusammenarbeit mit Basketball Aid ist so, dass ich auch denke, ich kann anrufen, eine Mail schicken, wenn ich irgendeine Hilfe benötige oder einen Kontakt und nachfragen, hier kann mir da jemand helfen. Das ist also eine sehr schöne Zusammenarbeit. Nicht nur wegen der Spenden, sondern auch wegen der interaktiven Sache. Das Tolle vor allen Dingen ist auch, dass Basketball Aid so flexibel ist in den Einsatzmöglichkeiten sozusagen. Also in fast allen möglichen Events oder Stationen ist es möglich, Basketball Aid mit einzuflechten, ohne dass es groß anstrengend ist, groß aufwendig ist, weil die so flexibel sind in dem Verein. Wir haben in den letzten Jahren durch die ganzen Veranstaltungen und Events halt schon mehr als 55.000 Euro an Spendengelder akquirieren können. Und das ist halt auch nur möglich, weil es sehr viele Basketball- und Basketball-Aid-verrückte Menschen im Hintergrund gibt, die uns immer wieder unterstützen, im Hintergrund, aber halt auch dann vor Ort bei den Veranstaltungen. Und wir würden uns freuen, wenn wir immer mehr Leute finden, die präsent sind und uns helfen. Das ist einfach eine tolle Sache, dass man mit Sport was Gutes tun kann. Dass das Basketball Aid aufgegriffen hat, finde ich eine sehr gute Sache. Und da ist es wichtig, dass eine Sportart, die auch populär ist, diese Kinder und diese Menschen auch unterstützt. Basketball als Sport ist ein Teamsport, ist ein Sport, in dem Respekt, harte Arbeit und Mannschaftsgefüge sehr wichtig ist. Man muss sich gegenseitig unterstützen, man muss vieles für den anderen tun und opfern, damit das in der Mannschaft funktioniert. Und das muss eben jeder für jeden. Und ich denke, dass Hilfe für Kinder und Hilfe speziell für krebskranke Kinder da schon einige Parallelen hat. Ich glaube einfach an das Konzept und die Idee, die hinter Basketball jetzt steht. Ich kann jedem nur raten, hier bei der guten Sache mitzumachen. Ja, mehr ist unterstützenswert.